Musik bedeutet Leidenschaft, Liebe, also eigentlich alles. Es ist auch so ein schöner Ausgleich, wenn man im Alltag Stress hat oder auch glückliche Gefühle, ist Musik einfach so ein Ventil für einen, mit welchem du einfach allem so freien Lauf lassen kannst. Auf dem alten Mazda in den brandneuen Benz. Keine Frau darf bei mir ansteuern, außer ohne Pants. Jetzt könnt ihr euch anfreunden, ich bin prominent. Denn ich mache Major Money nach alles für die Fam. Baby, 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 Major. Zur Musik gekommen bin ich dadurch, dass ich, als ich 3 Jahre alt war, mit meiner Familie gemeinsam in eine Klavierfabrik gezogen bin. Meine Eltern hatten da eine Werkswohnung und waren die Hausmeister. Und so kam ich quasi zur Musik. Meine Musik zeichnet aus, dass sie, ich denke, echt ist, vor allem, wie ich das auch. Ich mache, ehrlich gesagt, auch einfach das, worauf ich Bock habe. Am meisten an meinem Job liebe ich, ehrlich gesagt, das späte Aufstehen und sich das so einteilen zu können, wie man das möchte. Weil das, ich war schon früher, als ich gearbeitet habe, habe ich mir immer so einen Job dann gesucht, wo ich ein bisschen später aufstehen muss. Und heute kann ich das einfach quasi machen, wie ich das möchte. Explizit geht es auf Smalltalk darum, einfach so einen Playlist-Sound habe ich meiner Meinung nach für mich geschaffen. So, jetzt kommen wir zu dem Song Major Money, welcher auch auf meinem Debütalbum drauf ist. Und ich zeige euch einfach mal ein bisschen, wie wir das hier gemacht haben. Das Sample ist das hier. Das habe ich von Nick Dean. Da waren wir im Studio. Nick Dean ist ein Producer aus Österreich, aus Wien. Der war bei mir im Studio, hat das Sample laufen lassen. Und ich habe es gehört und ich hatte sofort die Hook im Kopf. Und ich meinte, ey, mach das einfach nur in den Vierer-Loop und überlass mir den Rest. Dann habe ich die Drums dazu gespielt. Ich zeige euch mal den Loop hier. Das ist der Loop für die Hook. Wie ihr seht, habe ich die meisten Sachen von Ozzy genommen. Viele Grüße auch an Ozzy aus der Schweiz, my brother. Dann nehme ich auch ganz viel von Foreign Tech, Nico Chiara, Nick Dean, genau, gerade diese Kids und das BWB, die BWB-Kids, das sind so die Kids, die ich am meisten nehme. Dann sieht man hier einfach die Hi-Hats quasi, die ich gespielt habe, die für die normale Rhythmik. Dann hier die Perks, die Snare. Und die Clap machen quasi hier das Gesamte einfach zur Snare. Und hier, wie man sieht, habe ich hier nochmal eine Perk quasi einzeln gespielt, die den Takt so ein bisschen brechen soll. Und das macht diese Hi-Hat hier, diese hier auch. Und der Rest sind einfach quasi ganz normale Perks mit reingespielt. Einfach mitten rein nochmal gesetzt. Dann noch eine Hi-Hat, die das quasi nochmal an manchen Stellen mit unterstützt. Und dann hat man hier den Drum-Loop. So, das ist quasi der Bounce. Dann die Kick gesetzt, die 808 dazu. Das ist die 808. Die habe ich quasi der Melodie einfach angepasst. Für die Parts habe ich das Sample dann genommen und tiefer gespielt. Und die 808 erstmal rausgelassen. Kopfhörer sind sehr wichtig für meine tägliche Arbeit, einfach auch um meine Produktion nochmal abhören zu können, auch unabhängig vom Studio, welches Sound ich eh an mich angepasst ist, beziehungsweise wo ich den Sound kenne. Da haben die DTs einfach so einen sehr ausgeprägten Sound, was meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für Kopfhörer, weil das eigentlich immer so ein Manko ist bei Kopfhörern, dass die einfach im Bassbereich nicht genug Energie haben und das zeichnet definitiv den DT 1770 Pro aus. Und mit den Kopfhörern kann man einfach überall quasi abhören. Wann ich am besten erkennen kann, dass ein Song viel Potenzial hat, ist, wenn ich ihn meinen Freunden zeige, die keine Ahnung haben von Musik und mir trotzdem sagen können, dass das ein guter Song ist, oder ich das meiner kleinen Nichte vorspielen kann, die sich das ganz schnell einprägt. Dann ist das so ein Ding, wo ich meiner Meinung nach erkenne, okay, auch ohne, dass man einen richtigen Bezug dazu hat,
ist es etwas, was sich bei dir einprägt. Und deswegen hole ich mir auch sehr gerne das Feedback einfach von meinen Freunden, von fremden Leuten. Einfach um quasi zu gucken, wie das auf Leute wirkt, die also quasi auch außerhalb der Musikszene stattfinden. Aus dem alten Mazda in den brandneuen Benz. Keine Frau darf bei mir ansteuern, außer ohne.